Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es bei mir diesen köstlichen und cremigen Pfirsichkuchen mit Mascarpone. Sowohl der Mürbeteig als auch Mascarpone-Quarkcreme sind schnell gemacht und dank der eingelegten Pfirsichen schmeckt der Kuchen besonders erfrischend und fruchtig. Alle Zutaten und Mengenangaben findest du wie immer in der Infobox. Viel Spaß beim Schauen und Nachbacken und nun zum Rezept. Und für den Mürbeteig benötige ich 100 Gramm Zimmertemperatur warme Butter, 80 Gramm Zucker, das sind genau 4 Esslöffel, Prise Salz, 2 Eier, ein Päckchen Vanillezucker, 300 Gramm Weizenmehl und einen gehäuften Teelöffel Backpulver. In eine Rührschüssel kommen zunächst Zucker, Butter, Prise Salz und Vanillezucker und alle Zutaten werden mit dem Handrührgerät gut aufgeschlagen. Des Weiteren werden eins nach dem anderen Eier hinzugefügt und ebenso mit dem Mixer gut verrührt. Als nächstes vermische ich in einem anderen Gefäß Weizenmehl mit Backpulver und siebe portionsweise in die Rührschüssel. Ordentlich verrühren, bis die Zutaten sich verbunden haben und dann die nächste Portion Mehl einrühren, bis das ganze Weizenmehl aufgebraucht ist. Übrigens würdest du mich mit deinem Abo sehr unterstützen. Auf meinem Kanal findest du zahlreiche, einfache, leckere und schnelle Backideen für jeden Anlass. Und weiter geht's, jetzt wird mit den Händen geknetet. Zuerst in der Schüssel und dann auf der Arbeitsfläche, bis ein glatter, homogener Teig entsteht. Du darfst auch nicht allzu lange kneten, sonst wird der Teig zu weich. Von der Gesamtmenge schneide ich ein Drittel des Teiges ab, wickle in die Frischhaltefolie ein und lege in den Kühlschrank. Und der restliche Teig kommt direkt in die Backform. Meine Backform hat so einen praktischen herausnehmbaren Boden, sie ist schon eingefettet und ist 26 cm groß. Den Teig verteile ich gleichmäßig in der Form, indem ich ihn mit den Fingern andrücke und somit über die ganze Fläche verteile. Auch die Ränder ziehe ich dabei hoch. Alle Unebenheiten lassen sich ganz einfach mit den Fingern korrigieren. Zuletzt steche ich den Kuchenboden noch mit der Gabel durch und stelle für etwa halbe Stunde in den Kühlschrank. Währenddessen beschäftige ich mich mit der Füllung. Und dafür benötige ich 200 Gramm Magerquark, 100 Gramm Zucker, das sind etwa 5 Esslöffel, 2 Eier, außerdem 2 gehäufte Esslöffel Speisestärke, 250 Gramm Mascarpone, eine große Dose eingelegte Pfirsiche, 820 Gramm, Zitronenabrieb, eine Zitrone und einen Esslöffel frisch ausgepressten Zitronensaft. Dann brauche ich noch ein Päckchen Vanillezucker und gehackte Mandeln. Gerne kannst du auch Mandelblättchen nehmen oder andere beliebige Nüsse. Die Mandelnüsse werden erstmal zur Seite gestellt und alle anderen Zutaten kommen in die Rührschüssel und werden mit dem Handrührgerät so lange gerührt, bis eine cremige, homogene Masse entsteht. Die luftige Mascarpone-Quarkmasse kommt in die Backform und wird mit dem Teigschaber gleichmäßig verteilt. Jetzt lege ich die Pfirsichhälften auf die Füllung obendrauf. Von der Menge her passt es ganz genau und die Pfirsichhälften habe ich natürlich davor noch abtropfen lassen. Nun wird noch der übrige Teig auf dem Backpapier kreisförmig ausgerollt. Ein bisschen mit Mehl bestäuben, dass er nicht an der Teigrolle kleben bleibt. Und von der Größe her soll er etwa 27 cm im Durchmesser haben, denn er soll den kompletten Kuchen dann bedecken. Den ausgerollten Teig also obendrauf legen, das Backpapier abziehen und den Teig am Rand noch ausbessern und korrigieren. Zuletzt nehme ich noch ein Ei, verquäle es gründlich und bestreiche damit den Kuchen. So bekommt ihr eine schöne bräunliche Farbe und den Glanz. Den Kuchen bestreue ich noch mit Mandel und schiebe in den Backofen. Dort verbringt er etwa 30 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Der Kuchen ist fertig, wenn er eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat.
Der Kuchen ist fertig, jetzt lasse ich ihn noch abkühlen und stelle noch für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Gekühlt schmeckt er besonders gut und erfrischend. Der Kuchen ist übrigens typisch italienisch und ist genau das Richtige für die warme Jahreszeit. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, den Daumen hoch machst und das Video mit deinen Freunden teilst. Bis zum nächsten Video. Tschüss!